alles, was du tust, hat eine Wirkung, die auch auf dich selbst zurückkommt. Dies wird als das Gesetz des Karma bezeichnet. Intelligentes Handeln bedeutet, Ursache und Wirkung zu verstehen im kosmischen Zusammenhang. Uns als Gemeinschaft zu verstehen, als Menschheitsfamilie oder sogar noch darüber hinaus als spirituelle Familie, die alle Lebewesen mit einschließt. Dazu braucht es eine spirituelle Wissenschaft, die tiefer geht als die moderne materielle Wissenschaft, die sich mit der Essenz des Lebens beschäftigt, mit dem Sinn des Lebens. Grundlage aller wissenschaftlicher Forschung ist das Gesetz von Ursache und Wirkung im Universum. Ohne diesen Zusammenhang ist Wissenschaft undenkbar. Nun, die Wissenschaft beschäftigt sich mehr mit den Zusammenhängen zwischen Dingen und Ereignissen, nicht mit der eigentlichen Essenz des menschlichen Lebens selbst. Als Mensch hast du ein anderes Potenzial und daher auch andere Aufgaben als in anderen Lebensformen. Der Mensch hat eine höhere Verantwortung. Er kann aus Wissen heraus handeln, mit vollem Bewusstsein. Seine Handlungen können weitreichende Folgen haben. Als Menschheit insgesamt können wir das Schicksal des gesamten Planeten beeinflussen, alle anderen Lebensformen dominieren, die Erde selbst manipulieren. Jeder Mensch hat dieses erhöhte Potenzial. Manche von uns wirken in eher kleineren Kreisen, manche in größeren. Manche haben wirklich einen gewaltigen Einfluss. Aber in jedem Fall, als Menschheit insgesamt, wirkt sich unser Verhalten auf die ganze Erde aus. Wir müssen uns daher, wir haben die Intelligenz dazu oder können sie uns zumindest aneignen, völlig über die Konsequenzen unserer Handlungen bewusst sein. Und zwar nicht nur über die unmittelbaren, die von uns direkt gewollten, sondern auch über die langfristigen. Der Mensch hat ein höheres Potenzial und eine höhere Intelligenz, dies alles zu verstehen. Und er wird deshalb für seine Handlungen zur Rechenschaft gezogen. Ursache und Wirkung lassen sich durch die moderne Wissenschaft nur bis zu einem bestimmten Punkt erforschen. Für ein tieferes Verständnis brauchen wir Spiritualität. Das Gesetz des Karma führt das Prinzip von Ursache und Wirkung in tiefere Bereiche des menschlichen Daseins. Du bist hier, um zu lernen. Deine wahre Aufgabe ist die Evolution deines Bewusstseins. Das ist das wirkliche Potenzial menschlichen Lebens. Du kannst weit über den jetzigen, begrenzten Zustand deines Bewusstseins hinausgehen. Es ist deine Pflicht, dies zumindest zu versuchen, ein paar positive Schritte in die richtige Richtung zu gehen, um deine wahre Natur zu erkennen, um dein wirkliches Potenzial zu verwirklichen und auch um deine niedere Natur zu erkennen und zu überwinden, die dir bei all deinen Bemühungen im Wege steht. Dein Karma, dein Schicksal, die Erlebnisse, durch die du in diesem Leben gehst, zeigen dir, führen dir vor Augen, was es bedeutet, durch bestimmte Erfahrungen zu gehen. Sie sollen dir Empathie geben, dir Mitgefühl mitgeben, sodass du gute Erfahrungen auch anderen zukommen lassen möchtest und dass du schlechte Erfahrungen anderen nicht wünschst. Aber dies muss mit einer spirituellen Praxis kombiniert werden. Sonst kommt es nicht zu dieser Empathie. Sonst lernst du nicht wirklich aus deinen Erfahrungen. Du bleibst in deiner Blase. Was dir selbst gut tut, was dir nicht gut tut, was du willst, was du nicht willst. Du verstehst deine innige Beziehung mit den anderen nicht, mit dem Rest der Welt, mit dem Dasein als Ganzem. Dann musst du wieder die gleichen Fehler machen und wieder durch die gleichen Erfahrungen gehen. Versuche daher, dich zu verstehen, wer du wirklich bist, jenseits deiner derzeitigen materiellen Situation. Verstehe dein inneres Wesen, deine Bestimmung,
deine Beziehung zum Universum, deine Aufgabe im Leben. Das führt dich zu wirklicher Evolution und gibt deinem Leben einen tieferen Sinn. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, wie Karma konkret funktioniert oder wie du deinem inneren Wesen als Seele näher kommst, dann schau dir diese beiden Videos an.